gefreut, dass der Hans, der war Anoder, wie Sie gesagt haben, bei uns ist er wieder Hans. Der Hans, dass er einmal in den Armeesner war. In seiner Tochter hat es dann gehört, war, dass er sich schicken, dass man zu seinem Geburtstag eine kleine Hand hat. Weil das wäre ein Job, ne? Jetzt haben wir halt liebe Geburtstagskinder, liebe Festgäste, liebe Familienangehörige, Erika und Hans feiern heute mit uns im großen Rahmen die Vollendung ihres 70. Lebensjahres. Da wir alle mitfeiern dürfen, wollen wir gemeinsam mit zahlreichen Liedern und Fürbitten eine Andacht gestalten. Alle singen mit. Alle Gäste sind schon da, alle Gäste, alle Eltern singen, Musik singen, Essen, Saufen, jubilieren, dass alte marschieren, kommt mit Riesenschritten. Gemeinde. Wir hören nun einen Satz aus dem zweiten Brief Johannes an alle Trinkfesten und Arbeitsscheuern. Vor einiger Zeit sagten Erik und Hans zu ihren Freunden, Verwandte und Bekannte, mit Donnern und Brausen naht unser 70. Geburtstag. Kommt alle hierher, die ihr hungrig und durstig seid. Wir werden euch erquicken. Dies waren ihre Worte und die Verheißung scheint wahr zu werden. Danke euch, O Erika und Hans. Wir singen jetzt ein Lied. Die Zukunft bringt euch Sonnenschein, viel Glück und auch Besinn. Und jeder ein Küsschen fein, das alles wünschen wir. Wenn wir uns den Tag nicht ersorgen wollen, verzichten wir großzügig auf die sonst üblichen Moralen. Lasset uns deshalb gemeinsam beten. Liebe Erika, lieber Hans, durch eure Geburt vor 70 Jahren wurde dieses großartige Fest erst möglich. Wir freuen uns. Liebe Erika, Hans, ihr Urheber unserer heutigen Freude. Wir danken euch. O Erika und Hans, ihr leuchtenden Sterne am heutigen Tag. Wir danken euch. Liebe Erika und Hans, wir spenden einer Runde. Wir danken euch. Liebe Erika und Hans, lass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Das wünsche ich euch. Dass euch die Armut nie erreicht und ihr noch viele Reisen machen könnt. Das wünschen wir euch. Dass ihr noch viele Jahre unter uns weilet. Das wünschen wir euch. Dass ihr stets eine glückliche Familie um euch habt. Das wünschen wir euch. Dass ihr uns den 80er nicht vergessen. Das wünschen wir uns alle hier. Alles schön. Liebe Gäste, lasst uns gemeinsam gehen. Ich liebe Geburtstagskinder, da ihr so artig bei uns sitzt, und die Gewissen sei eure Großzügigkeit. Euer Name ist Erika und Hans, euer Wille geschehe überall, besonders im Hause hier. Gebt uns genug zu trinken und gebt uns genug Luft, um euch zu danken. Lasset nicht zu, dass jemand früher rausgeht. Nun, liebe Erika, lieber Hans, wünschen wir euch, wir waren, euch noch viele schöne Lebensjahre. Die Weisheit des Alters soll euch erreichen, nicht das Alter das Gehirn erreichen. Dafür wollen wir bitten und vor allen Dingen ein dreifaches Gloria singen. Gloria, Gloria. Glory, glory, hallelujah.
In Liebe und Dankbarkeit wollen wir bis zum Ende unserer Andacht nochmals der lieben Geburtstagskinder gedenken. Liebe Erika, lieber Hans, wir danken für alles, was Sie für uns ausgegeben haben und heute noch ausgeben werden. Danke auch schon für das, was ihr in Zukunft für uns ausgeben werdet und wir uns nicht dagegen wehren werden können. Bleibt wie ihr seid, denn wir können euch sowieso nicht ändern. Das haben schon andere vor uns versucht und nicht fertig gemacht. Möget ihr uns noch lange erhalten bleiben, auf dass es euch wohlergehen und ihr ein Leben ohne Sorgen führen könnt. Mit diesen Wünschen auf den Lippen und einer jetzt schon wieder trockenen Kehle kommen wir zum Ende. Nehmet jeder sein Glas in die Hand und derjenige, der keines hat, der nehme von dem, der zwei hat. Erika und Hans, Halleluja! Ja? Halleluja! Alle singen nach der Melodie. Wir feiern Geburtstag mit Saus und mit Braus. Prost! Wir feiern voll fröhlich und gehen nicht nach Haus. Prost! Wir genießen den Trank und das Fleisch und das Brot. Und wenn wir das haben, so hat's keine Not. Prost, die Hand. Auf die Hand! Da wollte ich es sehen, fragst du, kannst du das Pferd? Ich dachte, mein Ohr muss die verleihen.